Ich habe mir die Frage gestellt, wenn man einen Erweiterungsbau für einen Entwurf, ein Haus von Mies van der Rohe konzipiert, wie könnte man das machen? Das ist natürlich als Architekt eine Riesenaufgabe, eine Architekturikone etwas anzubauen, etwas dazuzubauen. Beim Nachdenken darüber, welcher Ansatz oder welchen Ansatz man hier verfolgen könnte, kam ich zurück auf ein Objekt, was wir hier ausgestellt haben in einer Ausstellung im letzten Jahr. Dieses Objekt ist eine Rekonstruktion eines griechischen Tempels, des Tempels von Dodona. Und Nachdenken über diesen Tempel und den Gedanken eines Erweiterungsbaus kam die Idee auf, dass man in diesem Tempel etwas finden kann, was wie eine Geistesverwandtschaft zu den Ideen von Mies van der Rohes Architektur bezeichnen könnte. Ja, diesen poetischen Grundgedanken von dem Tempel von Dodona, dass also Architektur nicht selbst Bedeutsamkeit herstellen kann, Wahrheit, wenn man so will, sondern sie in Werk setzt und zeigt, diesen Gedanken wollten wir als Kontinuum oder als Gedanken eines Kontinuums nun hier verwirklichen in diesem Entwurf eines Erweiterungsgebäudes für das Mies van der Rohe Haus. Wie haben wir das versucht? Wir haben als zentralen Gedanken dieses Patio entworfen, was, wie man ja schon sieht, diesen Gedanken der Verräumlichung als Gegengedanken des Objektes sehr deutlich zeigt. Oder auch die Verwandtschaft mit Dodona ja offenkundig ist. Und dieses Patio ist nun das Verbindende der Architektur von Mies van der Rohe, von seinem Haus Lemke, zu dem Erweiterungsbau. Insofern ist der Grundgedanke dieses Erweiterungsentwurfs eigentlich der, die Kontinuität des Gedankens eines poetischen Architekturgedankens von Mies van der Rohe soll über dieses Patio, was auch funktional die Verbindung zu dem Eingangsgebäude herstellt, in die Gegenwart getragen werden und damit auch über die Architektur, über das bauliche Ensemble versucht dieser Entwurf einen Beitrag dazu zu leisten, diesen poetischen Gedanken von oder den poetischen Architekturgedanken von Mies van der Rohe in die Gegenwart zu transportieren oder andersrum formuliert, seine Wichtigkeit auch für die Gegenwart zur Debatte zu stellen. Wie gesagt, funktional ist dieses Patio in zentraler verbindender Stelle angeordnet zwischen dem Mies van der Rohe Haus und dem neuen Eingangsgebäude. Das Eingangsgebäude wäre auch losgelöst vom Mies van der Rohe Haus von der Straße zugänglich. Alle Öffnungen sind nicht, oder alle Fenster in diesem Eingangsgebäude sind eben nicht direkt in den Garten vom Mies van der Rohe Haus oder auf das Mies van der Rohe Haus gerichtet, sondern in oder an dieses Patio. Das oberirdische Eingangsgebäude ist von der Fläche her relativ klein und eingeschossig und nimmt in der Architektursprache die Mauerwerksarchitektur von Mies van der Rohe auf. Hier würden sich dann eben solche funktionalen Bereiche wie Garderobe, Eingang etc. befinden. Der eigentliche, sagen wir mal, Vortragsbereich, der ja sicherlich ein wichtiges Element in diesem Gedanken eines Erweiterungsbaus wäre, würde sich unterirdisch befinden. Hier könnten eben Symposien stattfinden. Hier könnte der lebendige Austausch stattfinden an diesem Ort, den Vita Noack und ihr Team zu so einem wertvollen und lebendigen Ort gemacht haben, des Nachdenkens über Architektur. Denn davon gibt es nicht
mehr viele von diesen Orten. Und insofern wäre jetzt beispielsweise ein Vortragsbereich für Symposia wäre aus unserer Sicht ein ganz zentraler Gedanke, um diesen lebendigen Austausch nicht nur allein über die Architektur Mies van der Rohe, sondern auch ganz generell über Fragen der Architektur und des Architektonischen fortzuführen. Unterirdisch natürlich deshalb, um diese Konstellation dieses von Mies van der Rohe so schön in Werk gesetzten Gartens nicht weiter in diesem hinteren Blickfeld zu stören. Belichtet wäre dieser Raum über einen Tiefhof, der in einer Pergola untergebracht wäre. Diese Pergola selbst wiederum würde hälftig dann auch hinten in den hinteren Teil des Gartens führen und diese wunderschöne Ecke, die diagonal zu dem Winkelgebäude von Mies van der Rohe liegt, auch zugänglich und erfahrbar machen und so von hier einen Rückblick auf das Ensemble bilden, was sich hier neu darstellen könnte.